rollen wir die Oberschenkel Vorderseite. Dazu benutzen wir die 30 cm Blackroll Standard. Kommt dazu in den Vierfüßlerstand. Positioniert euch mittig, Oberschenkel auf der Blackroll. Stützt euch mit den Unterarmen ab, Fuß ist so locker wie möglich, das Bein zur Seite spreizen. Und jetzt durch Beugen und Strecken der Arme, rollt euch langsam von der Hüfte zum Kniegelenk. Jetzt müsst ihr ein bisschen nachgehen mit dem Ellbogen, vielleicht ein bisschen ein- und ausdrehen das Bein auch mal. Und wenn ihr einen Punkt verspürt, der ein bisschen stärker wehtut, bleibt dort gerne drauf, spannt den Bauch ein bisschen ein, zieht den Bauch ein oder spannt ihn an, einatmen und gerne auch mal beugen und strecken. Danach wieder großflächig. Weit zur Hüfte und weit runter zum Knie. Das Ganze auf der anderen Seite ebenfalls 30 bis 60 Sekunden pro Seite.